Einen wunderschönen guten Tag miteinander und willkommen zu meinem Unboxing der Katja Krasowice, ein Herz für Deluxe Box. Ja, ich hoffe mal, dass das mein erstes Katja Unboxing sein wird, also Deluxe Box Unboxing, ich darf sie leider jetzt gerade nicht unboxen, das nicht ab 18 geschalten wird. Deswegen, ja, danke Mr. Krabs hier für die etwas mystische Aushilfe. Jedenfalls, diese Box hat bei Amazon mich 55 Öcken gekostet. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich weiß nämlich nicht, was drin ist. Ich muss schon mal sagen, die war krass verpackt. Also, da war ein Umkarton drin. In diesem Umkarton war ein weiterer. Und dann war noch mal eine Folie drumherum. Ja. Ja, das Cover kennt man. Das ist allseits bekannt. Und die Box an sich, die ist ein Riesenherz aus Samt. Also so samtbezogen. Sieht schon sehr nice aus, fässt sich auch sehr schön an und ist auch ein großes Ding. Also, oh man. Ja, ich bin sehr gespannt, was drin ist. Schauen wir mal hinein. Ich gucke erst mal kurz, dass hier irgendwas Schlimmes ist. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, da muss ich halt an YouTube halten, hier an die Richtlinien, bla bli blub. Okay, die Box an sich ist schon mal sehr krass. Also ich würde sagen, das ist von der Box her eigentlich mit die beste Box, die ich je ausgepackt habe. Also das ist ja wirklich mal sehr, sehr stabil und hochwertig gemacht. Ich muss aber auch sagen, die Powerbox von Katja mit diesem türkisen Fell, die war aber auch geil gemacht. Also muss man schon mal sagen, hier wird abgeliefert und ich sag mal, die Zielgruppe, die das erwirbt, ist damit zufrieden. Also ja, das ist schon an sich sehr nice. Okay, fangen wir mal an. Alter, das kann man doch alles hier nicht reinzeigen. Mein Gott. Sorry, aber meine Güte. Also hier auf einem gigantischen Hinterteil ist die Tracklist. Ja. 14 Songs an der Zahl. Felix Jähn ist mit drauf. Und Luna und Jill. Okay. Ja, Cover kennt man ja auch. CD sieht ebenfalls so aus, dieser Gött, der ist sozusagen ein Herz. Ja. Ansonsten. Ja, super. Ganz große Klasse. Ansonsten ist das Artwork etwas karg. Muss ich mal sagen. Was ist denn das jetzt hier für ein Quatsch? Das macht mich so wütend. Schauen wir mal ins Booklet. Ja, erinnert ein bisschen an Niki. So, aber an sich schöne Studio-Shooting-Bilder. Ja. So. Ja, das kann man schon anschauen. Keine Frage. Ja, okay. Gut. Nichts Krasses. Hochwertige Fotos. Ja, das erwartet man sicherlich, wenn man das erwirbt. Und das kann man dann auch durchaus genießen. So. Das war das Album. So, jetzt schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Okay, machen wir erstmal hier weiter. Was ist denn das? Also das ist eine Mütze. Die ist so samtig wie die Box. Aber die gefällt mir ja mal überhaupt nicht. Also von der Machart ist die wirklich sehr sehr mager. Junge, jetzt bohren die Nachbarn nicht. Krass, wirklich, das ist gerade der krasse Witze. Material, 95% Polyester, 5% Elastan, made in China. Ja, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Also das ist wirklich. Was ist denn das, Alter? Also die Mütze ist wirklich, naja. Aber es würde mich nicht aufhalten, sie jetzt mal aufzusetzen. Ich muss sagen, lieber weniger Inhalte, dafür hochwertigere. Ist so meine Meinung diesbezüglich, aber die Mütze ist Billo-Mist. Okay, die ist mir natürlich auch zu klein. Also hier, das ist natürlich Größe SM und nicht LXL, was ich habe. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ja, so sieht das denn aus. Ja. Ist von der Qualität jetzt nicht sonderlich krass. Die ist sehr, sehr leicht. Die wiegt gefühlt 50 Gramm. So. Ja, das ist vorne gestickt. Ist jetzt aber auch kein krasser Stick. Sieht irgendwie sehr mystisch aus.
Weiß ich nicht. Nein, die Mütze, die gefällt mir in der Tat nicht. So, fahren wir fort. Und zwar mit dem hier. Ich weiß noch nie, was das ist, aber das finden wir jetzt gemeinsam raus. Wir sind China, ja, Materialzusammensetzung 100% Polyester. Ja, logisch. Was auch sonst. Was sind das? Ich habe eigentlich schon erwähnt, dass der Link zu meinem Messer in der Beschreibung ist. Das ist ein Kistenbezug. Das ist ja nice. Also der ist aber gut. Also der ist schön. Also von der Quali. Natürlich ein bisschen zerknittert, weil er hier eingepackt war. Das ist die Rückseite. Und die andere Seite ist sozusagen das Cover. Ja, dass ich jetzt hier nochmal teilweise reinzeige. Ihr wisst, nackte Ärsche und so, das werde ich jetzt hier nicht präsentieren. Ist ein ordentlicher Druck, sieht gut aus. Also wenn man einen Katja-Kissenbezug haben möchte, dann ist das ein geiles Gadget hier. Also das ist ein guter Boxinhalt, muss ich wirklich sagen. Der ist qualitativ ordentlich, der ist nice. Jo, im Gegensatz zu der Cap oder Mütze, wie man das nennt, muss ich echt sagen, der Kissenbezug ist wirklich geil. Also, ist ja nicht geil, weil ich jetzt darauf ejakulieren möchte, sondern, wobei, ja gut, warum eigentlich nicht? Dazu ist es ja da. Wobei ich mir bei Katja manchmal nicht sicher bin, ob die sagen würde, ja, dass es richtig ist, dieses Verhalten, oder ob sie es kritisieren würde. Ich sehe da nicht mehr so. Ich so, naja, ist mir aber auch relativ egal. Ich habe das jedenfalls nicht vor. Nun, kommen wir zu den nächsten Inhalten. Die sind hier mystisch. Was ist denn das? Handspiegel. Ein bisschen seltsam, wie das hier drin war. Junge, warum ist der so versüfft? In hier, Zwiebitschis. Ist das eine Folie? Nee. Doch, das ist eine Folie. Doch, ich wollte gerade sagen. Was zum Teufel? Okay, ja. Da kann man hier seinen feinsten Schnee konsumieren. Nee, Spaß beiseite. Das ist halt ein Handspiegel. Das ist natürlich jetzt nichts, was ich persönlich gebrauchen könnte. Aber wieso nicht? Ist eigentlich auch ein netter Inhalt. No. Nee. Kann man machen. Alles auch in diesem Herz, in dieser Herzform. Schon schönes, was heißt schönes? Es ist schon ein nettes Motto, was sich durch die ganze Box zieht. Wurde gut durchgezogen. Das muss man auch mal loben. Bitch, ärgere dich nicht. Das ist ja auch interessant. Spiel, sozusagen. Oder? Oh, ey, ich hasse es. Ich hasse es. Komm her, komm raus. Alter. Das sieht komplett aus. So. Ich habe eigentlich schon mal erwähnt, dass das Messer in der Beschreibung verlinkt ist. So, was haben wir hier? Bitch, ärgere dich nicht. So wird erklärt, wie man es spielt. Okay, das wird sozusagen aus Karten aufgebaut. Das ist ja interessant. Hier hat man Spielfiguren und die Karten. Gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen an. Okay, das ist ein sogenannter Phallus. Ja, man sieht schon, in welche Richtung das Ganze hier geht. Na, kriegt man das hier auf oder kriegt man das hier nicht auf? So. Na. Gut. Das ist ein. Was? Challenge-Karte? Ach nee, ich dachte, hier steht was anderes. Ja, da steht dann so drauf, wie das aufgebaut ist. Das ist irgendwas Explizites. Und da hat man dann irgendwelche Aufträge, unter anderem bei Challenge-Karten. Lass dir etwas in den Mund gießen. Okay. Was haben wir denn hier noch? Trinke 1-6 Schlucke und rücke so weit vor. Okay, so ein Trinkspiel oder was? Ja, Challenge, zeige deinen BH. Ja, wild, also, Alter. Challenge, zeige deinen, also ich lese das hier nur vor, zeige deinen nackten Hintern. Das ist auf jeden Fall sehr ehrenwert und, was zum, Challenge, trink aus dem Glas in der Hand. Alter. Alter, Bro. Junge, die nächste Karte. Ich lese es gar nicht mehr vor, Alter. Ich lese es nicht vor. Das ist ja... Junge. Schließ.
Jetzt habe ich Bock, das irgendwie mit meinen Bras zu spielen. Junge, was? Ja, das ist aber schon. Jetzt geht's aber langsam los, wo ich auch sage, da hört der Spaß auf. Welche OP würdest du gerne machen lassen? Alter. Junge. Mit wem würdest du deinen Partner betrügen? Zeig das heißeste Bild aus deiner Galerie. Ey, Junge, die Jugend von heute. Was ist der ungewöhnlichste Ort, an dem du jemals. Also jetzt mal Real Talk. Das ist ja schon. Das ist ja schon wirklich. Ja. Da sind sehr, sehr viele solche Karten drin. Das ist schon. Ja, ich hoffe, Marvin reagiert auf dieses Video. Holy moly. Ja, ich pack das jetzt hier mal weg und pack das nie wieder aus. Ja, und was haben wir hier? Letzter Inhalt. Ein Cherry Lollipop. Body Spray. Achso, Body Spray bei Katja. Geschmacksrichtung oder Geruchsrichtung. Cherry Lollipop. Ich dachte, das ist einer. Okay. Was ist denn ein Body Spray? Ist das sowas, was man so über seinen Körper dann sprüht als Frau? Oder was? Junge, das ist ja golden. So mit so goldenem Glitter, Alter. Ich hasse nichts mehr als Glitter. Das macht mich jetzt schon wütend. Es riecht halt so klassisch nach Bitch, ja. Also Real Talk. So riecht's, wenn ich in den billigen polnischen Puff gehe, oder ja. Also habe ich gehört. Ja, das ist das Cherry Lollipop Body Spray. Mir fehlen die Worte. ja. Ich fasse die Box einfach zusammen, als wäre alles hier ganz normal. Also, wir haben eine sehr, sehr coole Box an sich. Diese Herzverpackung ist echt nice gemacht. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Cap und ich sag mal, man sollte ein kritisches Auge haben auf die Inhalte dieses Spiels. Ich sag's mal so, Leute, egal wie alt ihr seid, habt immer Spaß, lasst niemals mit euch irgendwas machen, was ihr gar nicht wollt. Und wenn ihr was nicht wollt, dann solltet ihr auch keinen Alkohol konsumieren, bis ihr das Gefühl habt, ihr wollt es. Denn ihr wollt es nicht und dann macht es auch bitte nicht. Das ist ganz wichtig. Keinen ungeschützten Verkehr und so weiter und so fort. Wir haben schon genug Hurensohn auf dieser Welt. Spaß beiseite. Passt immer auf euch auf. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ja. Das wollte ich nochmal gesagt haben dazu. Und ja, ich weiß ja nicht, die ganzen Muttis und Vatis, die ihren 13-jährigen Töchtern diese Box bestellt haben. Schaut auch mal rein, was die da eigentlich so ja, bekommen. Gut. Dann, ja, Album an sich, Musik ist jetzt für mich nichts. Kann man sehen, wie man will. Der Spiegel und das Zeug. Ja, also ich finde, dass der Kissenbesuch ist der beste Inhalt. Sonst, naja. Nichts Krasses, aber auch nichts Schlechtes, Billiges. Schwierig zu beurteilen. Also ich persönlich finde, das ist Katjas stärkste Box eigentlich so, weil viele Inhalte waren jetzt und naja. Aber die hat auf jeden Fall, die steckt viel Mühe rein in die Dinge und hier wird schon sehr kreativ gearbeitet, muss ich sagen. Also, falls sie daran konkret beteiligt ist, diese Sachen zu entwerfen. Danke fürs Anschauen. Eure Meinung zu allem Möglichen bitte gern in die Kommentare. Dafür sind sie da und wir sehen uns zeitnah wieder. Euer Max Herzberg. Junge, Junge, Junge.